Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ich habe unseren Rover mal getestet. Er ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe seit dem letzten Mal auch ein bisschen geforscht und habe irgendwo was rein investiert. Die Frage ist, genau hier, ich habe die Zoologie Bay erforschen können. Das kostet ja auch wieder Schweine viel Punkte, aber ich habe es geschafft. Ich habe jetzt die Zoologie Bay. Und ich habe noch ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie die genau funktioniert. Und genau wie, was, wo. Aber rein theoretisch könnten wir diese an unsere Station docken. Was habe ich denn außerdem noch gemacht? Wartet mal. Ich habe natürlich noch was. Ich muss nur jetzt gerade das richtige Video finden. Ja, das war das mit Duna, Nahrungs... ja, geht schief. Und zwar habe ich mit Canstanero, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Canstanero, viele Grüße gehen an dich, habe ich ein bisschen geschrieben, und zwar über die Idee, wie man das System in Duna aufsetzen sollte. Dafür habe ich auch schon eine Grundidee circa entwickelt, die genauere Idee zeige ich euch, sobald die Missionen starten. Wie gesagt, das will ich noch ein bisschen nach hinten verschieben, weil ich würde erst gerne die Rover-Mission auf Minmus und Mann erledigen und dann Richtung Duna, also erstmal die Grundsystem testen, damit wir auf Duna gehen, weil Duna hat ja wieder Gravitation und wir sollten dahin vielleicht einen funktionierenden Rover schicken, weil zweimal fliege ich nicht mit dem Rover. Auf jeden Fall ist die Idee da, ich kann es euch hier zeigen, wir haben hier ein bisschen, ich weiß nicht, sieht man das? Das sieht mir schlecht, aber... jetzt sieht man es. Da gab es ein bisschen Chatverlauf. Und zwar habe ich schon mal die Long Range Satelliten kreiert. Der LRS, das ist der hier, ein bisschen größer. Hat insgesamt, wenn wir im Vakuum sind, 1000 ms für sich selber zum Schub erstellen. Hat hier ein SRS-System, zwei große Batterien, großen Tank natürlich. Zwei Short-Range-Satelliten, würde ich mal sagen, und einen eher größere Satelliten. Ich würde da gerne eine größere Satellitenschüssel draufsetzen, aber es ist gleich eine unserer größten, wenn ich mich nicht irre. Ja, yep. Also wir haben aktuell leider nichts wirklich Großes. Wir können höchstens die anbringen, aber die schauen scheiße aus dran. Und die hier ist natürlich hier sehr praktisch. Da kann noch eine zweite Variante, aber die will ich nicht. Ich will die Variante. Und dann von denen würde ich mit einer Rakete 4 Stück hochschicken in einen sehr hohen Orbit um das Duna-System herum. Und die sozusagen im, ja, jeweils so 90 Grad auseinander hinstellen, damit die sozusagen ein Satellitensystem außenrum erzeugen, dass wenn in der Nähe unten Satelliten arbeiten wollen, sie nur zu denen das hochschicken müssen und die schicken es weiter zurück nach Kerbin. Deswegen werden wir dann auch 4 wiederum im Kerbin-System brauchen, dass wir jederzeit ein Antwortsystem haben. Aber dann könnten wir wahrscheinlich dauerhaft, wenn wir auf Ike sind oder auf Duna, mit den Rovern dann kommunizieren, wenn wir da noch die dementsprechenden Satelliten haben. Ja, die Idee ist auf jeden Fall da. Aber jetzt wollen wir uns mal mit der Zoologie Bay auseinandersetzen. Und dafür holen wir die mal schnell raus. Die fällt unter Wissenschaft. Wo ist sie denn? Zoologie, das ist die Research Bay, das ist Spektrum. Ich habe keinen Plan, was das alles für Scheiße ist. Ach, diese Zyklon, das sind so Sachen, Magnetometer. Das haben wir noch gar nicht getestet. Sollen wir damit mal eine Rakete schnell hochschicken? Ich würde mal sagen, wir schicken doch erstmal... Also das wäre die Zoologie-Bay, die ist riesengroß, das Teil. Muss natürlich auch irgendwie verbunden werden, hat Lebensraum von... wo war es denn? Oberfläche? Nee, Volumen. 47 Kubikmeter Lebensraum. Mega geil, hat... 4 Sitze, wie es ausschaut. Und ist auch zum Erforschen da. Aber ich glaube, die brauchen dann auch immer hier Creature Comforts. How much are the animals in the zoology be enjoying being in space? What sort of fantastic tricks can they be taught? This experiment pod contains the toys and treats you will need to answer the question. Bedeutet, wir brauchen diese Teile, müssen wir entweder andocken oder irgendwas anderes. Weil die bringen die Spielsachen mit. Was haben die denn eigentlich geladen? Okay, die kann man gar nicht laden. Okay, schade. Das hier ist ein Magnetometer.
Ich würde sagen, wir schicken gleich mal irgendeinen kleinen Satelliten in die Umlaufbahn mit einem Magnetometer. Und rein theoretisch mit einem High Resolution, aber das ist doch eigentlich... Kibble, was auch immer Kibble. Ich muss mich immer mit Storage Junior... Was ist Kibble? Ich kenne Kibble woanders her, aber das war aus einem anderen Spiel und das war Futter. Das war, glaube ich, Ding, das war... Lasst mich nicht liegen. Orbital Mass, was ist denn das? Ich will das hochschießen. Orbitale Massendetektoren? Ich habe eine Idee für eine... Okay. Alles mal zurück auf Start. Okay. Oh Gott, das bringt schon wieder Ideen auf. Wir brauchen... Wir brauchen einen Kopf für die ganze Sache. Den Prototyp NRD oder das größere Teil hier? Wie groß bist denn du im Vergleich? Du bist auch relativ gleich groß, ne? Wir nehmen das Teil hier, warte mal. Das hier. Das wird sehr interessant. Das soll hinten an der Rakete dran sitzen und soll dockbar sein. Ja, das wird eine sehr interessante Konstruktion jetzt. Denn wir brauchen... erstmal ein kleines Docking-Modul hinten. Zack. Wie gesagt, da dockt man sonst an. So. Und dann... Wenn es halt alles mal wieder nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ihr kennt mich ja. Es läuft nicht immer alles so, wie ich will. Ich hätte auch mal einen Livestream geplant. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn ich einen kleinen, feinen Stream machen würde. Und zwar aber nicht mit meinem Modpack, sondern eher mit dem, wie hieß es, mit dem realistischen, wo du auf der Erde zockst in allem. Ich kann mich da schlecht vorstellen, aber witzig wäre es, glaube ich. Und das, glaube ich, wäre noch funnier, als mich zu sehen, wenn ich hier was mache in einem Stream. Obwohl natürlich bestimmt auch sehr, sehr funny ist, wenn ich hier Scheiße baue. Aber ich denke mir so, das könnte bestimmt noch funnier werden, wenn ich vollkommen versage. Weil ich mit dem, ich habe es jetzt mal probiert, aber ich bin sowas von lost in dem Modpack. Auch den größten, wo ist denn der ganz große da? Ich pack den mal mit ein. Ich habe keinen Plan, ob ich den niemals brauchen werde, aber ja. Das ist jetzt mal... Das ist kein Satellit, das ist ein Todesschlag. SS-Modul sollten wir auch einbauen, damit wir, wenn was ist, es wenigstens auch mal ohne RCS schaffen. Dann kriegt das Teil hier ein RCS und hier ein RCS. Obendrauf kommt das Orbital Mass Detector Teil. Wo ist denn der schon wieder? Da. Holy shit, der ist ja noch größer. Ich will wissen, was der macht. Dann wird der ausgestattet. Nein, jetzt brauchen wir noch einmal. Einmal reicht. Ein Magnetometer. Und haben wir noch was, was wir noch nie getestet haben? Bestimmt haben wir irgendwas, was ich noch nie verwendet habe. Den Abtaster brauchen wir jetzt nicht. Irgendwas werde ich doch noch nicht verwendet haben, oder? Advanced Ressourcen auf der Erde brauchen wir nicht unbedingt. High Resolution. Der schießt währenddessen Bilder noch. Aber was für eine Höhe braucht der? Mich hätte interessiert, wie hoch der sein muss. Höhe mindestens 20, ideal 70, maximal 250. Ja, auf 70 Kilometer Höhe kommen wir locker. Hat der auch eine Höhe? Maximale Höhe 500 Kilometer. Detects Metall Ohr. Das ist ein Detektor? Im Ernst? Euer Ernst? Ihr seid doch keine Ressourcenabtaster. Ich hätte. Wir testen es trotzdem. Scheiß drauf. Wir brauchen noch Antriebe. Und da haben wir doch bestimmt so schöne seitliche Antriebe. Ja. Im Grunde schiebt der das sonst nach unten. Bringt es aus dem Orbit raus. Gott, das wird ein Riesenschwung.
ich habe schon wieder keinen Plan, was das für ein Horror wird, was ich jetzt mache. Dann kriegt das andere Stück. Obwohl, wir können den. Das passt schon so. Dann kommt. Ah, warte mal, wir brauchen noch Elektrizität. So. Dann brauchen wir einen Deckel. Weil jedes Schiff braucht einen Deckel und dieses Schiff braucht auch seinen Deckel. Zack. 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 Und dann kriegt es noch Struts, weil es muss ja verbunden werden. Was ich mich jetzt heute auch probiert habe dran, kann ich euch auch erzählen. Ich habe mich versucht, oder dieses Wochenende, neben dem, dass ich arbeiten musste und alles, habe ich versucht, mich an einem DC-Server modded mit dem Expansion-Mod, der richtig viele coole Sachen macht. Hat noch nicht so gut geklappt, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Da müssen wir mal schauen, aber das wird schon irgendwie klappen. Kann doch nicht so schwer sein. Ich brauch nur den Tag. So. Das wird doch locker reichen, oder? Wenn ich hier so ein. Das Triebwerk dran sitze, hat 3000 ms, also wir sollten hier. Vielleicht über Kreuzleitung deaktivieren. Dann machen wir hier draus eine kleine Stage eher. Was kurzes für den All. Für den Allgebrauch. Ich versuche jetzt nur eine One, also wirklich nur mit einer Reihe. Also nicht seitlich dran bauen müssen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei der Rakete brauchen wir das trotzdem. Ja, und dann unten dran. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist mein Antrieb, den ich so gern habe? Ist die Nuschel? War das die Nuschel? Nee, das war nicht die Nuschel. Das war das da hier. Der Antrieb ist mein Liebling. 2805 ms pro Sekunde. Ja, schauen wir, ob das funktioniert. Die funktionieren immer noch nicht. Hä? Warum nicht? Das ist jetzt bekloppt 1. Bekloppt 001. Ganz simpel und easy. Speichern. Ah, vielleicht doch noch. Nee, oder? Doch, brauchen wir natürlich sicher. Wir brauchen sicherlich hier oben noch ein Kommunikationsrelay dran. Aber da wir ja in der Nähe von der Erde sind. Nehmen wir mal zwei, dann können wir vielleicht auch weiter navigieren für andere. Und speichern und gehen nur auf Starten. Let's try it, würde ich sagen. Let's try this. Ansonsten schicken wir das nächste Mal die Zoologie Bay hoch mit einem angedockten Pet-Teil gleich. Oh, wir müssen mal schauen, ob wir jetzt endlich Forscher kriegen. Wir bräuchten endlich mal die scheiß Forscher. Ansonsten sind wir langsam am Arsch. So. 3, 2, 1, Liftoff. Ja, das kann nicht gut enden. Also ich bin ja schon mal froh, dass es fliegt. Aber wenn wir uns das anschauen, die Stage ist halb so breit wie der Kopf. Also im Grunde muss die Stage locker bis hier hinkommen. Wie lang ist denn die Brennzeit? 115 Sekunden. Ja. Das könnte funktionieren, könnte aber auch nicht funktionieren. Ich hätte vielleicht die Seitentanks dran bauen müssen, die dann plupp abfallen, wenn sie leer sind. Da bräuchte ich so solche Skripts für, die so automatisch sagen, okay, sind leer. Dann geben sie eine Warnung aus, Achtung, abkoppeln in 10 Sekunden oder sowas, damit du deine Drehung beenden kannst. Und dann klopfen die das ganze Teil ab, aber schaut doch gar nicht so scheiße aus. So ganz leicht will ich dem Teil schon mal einen Drill geben. Ganz leicht habe ich gesagt, ganz leicht habe ich gesagt, ah!
Also ich weiß ja nicht, warum der dann immer nachnackeln muss. Ich habe den noch extra gestoppt dort und habe dann nochmal T gedrückt. Es hätte doch auch so leicht sein können, mein Freund. Wir hätten es so einfach haben können, aber du wolltest ja wieder nicht. So haben wir SGV von fast 2 gleich. Das ist natürlich genial. Und immer noch 1100. Das funktioniert besser als erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass diese Stage da oben, weil die ist ja wirklich massiv wieder, mehr braucht. Mein Ziel ist ja eher ein Orbit von 70 Kilometern zu erreichen. So. Ich muss ja schauen, dass ich das mindestens auf 70 krieg. Aber 60 mache ich den wirklich flach, damit er nochmal hier raus boostet, volle Wäsche. Aber ich will auch nicht so hochkommen. Ich will den relativ tief halten. Relativ flach. Einfach weil es so die Höhe ist, wo irgendwie alles funktioniert. Oh, warte mal, jetzt sind wir schon bei fast 70. Halt das Ding gerade, mein Freund. Schau mal, jetzt muss ich ein bisschen hackeln, weil ich muss jetzt schauen, dass ich das hier unten halte. Oh, warte mal, die Stage ist leer. Nice. Wie viel jetzt die Stage noch aus? Eine Zündung hat die bloß. Und wie viel müssen wir noch schaffen? 400. Der sinkt gerade. Ja, warte mal, wir warten noch auf die passende Höhe. Ich will ab hier circa Schub geben mit der Stage. Wie lange schießt denn die Stage? Nur 39 Sekunden? Okay. Ja. Die schießt. Warum war es klar, dass ich wieder eine Stage habe, wo ich so wenig Schub hat? Ja, vergleich mal den Schub zu dem Schub. Ja. Ups. Aber wir kommen langsam in die Höhe, in der ich sagen würde, dass wir abkoppeln können. Beziehungsweise Gas geben können. Und. Schub. Schau mal, wie gut das funktioniert hat. Entfalten. Und dann tun wir hier Knoten entkoppeln. Machen R und machen ein bisschen Schub nach vorne. Klack. Klack. Hey, der Satellit ist besser hochgekommen als erwartet. Ist auch ein bisschen chunky, würde ich sagen. Also, das will ich auch nicht unbedingt über eine Umlaufbahn haben. So. Viel auf können. Immer die eine Seite bitte nach oben. Okay. Aber Leute, den Satelliten testen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.